Herzlich willkommen zu Ihrer Deutschprüfung. Mein Name ist Philipp Samirai. Das hier ist meine Kollegin Saskia Schmitz. Wir sind heute Ihre Deutschprüfer. Wie Sie wissen, besteht die Prüfung aus drei Teilen. Im ersten Teil müssen Sie nur einander kennenlernen. Ja, okay? Dann fangen Sie einfach mal an. Okay, hi. Hi. Mein Name ist Aldiban Musba und ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus Syrien. Und du? Mein Name ist Serop. Ich komme aus Armenien. Einfach so? Okay. Bist du heiratet? Ich geheiratet. Ich habe eine Tochter, wohnen in Russland. Ich bin auch, aber nicht heiratet. Ich bin verlobt. Und welche Sprache hast du oder kennst du? Meine Muttersprache ist Armenisch, sprechen Russisch und ein bisschen Deutsch. Ach super. Und meine Muttersprache ist Arabisch und ich kann auch Englisch, aber ein bisschen Englisch und auch Deutsch ein bisschen. Hast du Hobbys? Meine Hobbys sind Schach spielen, Musik hören und fahren. Ja, meine Hobby auch sind Schach, alles wohl Basketball und manchmal Schwimmen, wenn ich viel Zeit habe, kann ich schwimmen. Was fährst du? Meine Hobbys sind Schach spielen? Meine Hobby ist Schach spielen, Musik hören und fahren. Was fahren? Busfahren. Busfahren, ja. Und was willst du machen nach dem Kurs? Nach dem Kurs, ich jetzt momentan ich lerne Schule, Grundschule. Wann bescheiden B1, ich will eine Arbeit suchen. Und du? Nach dem Kurs wollte ich Ausbildung machen. Eine Ausbildung machen. Als was? Ausbildung zur Heizung. Die Bauer. Heizungsbauer? Heizungsbauer. Guter Beruf. Danke. Gute oder gutes? Guter Beruf. Guter Beruf. Und das ist was für alle? Danke sehr. Dann kommen wir zum zweiten Teil. Sie haben beide. Ich bin Zweite, die Frau, ja. Besser. Ne, Sie haben beide einen Text bekommen. Einmal den Mann, einmal die Frau. Ich bin der Mann. Und ich von dem Mann. Das Thema ist Wohnen in der Großstadt. Okay? Dann erklären Sie Ihrem Partner, was Sie gelesen haben. Ich habe eine kurze Text gelesen von Omvi. Er hat zuerst 36 Jahre alt. Er wohnt gerne auf dem Land und verbringen viel Zeit vor Garten und Frischluft. Und er mag nicht wohnt in der Stadt, weil immer viel laut und hektisch gibt's. Und wenn er einkaufen oder ausgehen will, er soll mit Auto fahren nach anderer Stadt. Nächste Stadt, Entschuldigung, nach nächste Stadt. Und wenn er nach Hause zu fahren, er ist froh. Einfach so. Jetzt hier. Ich habe eine kleine Thema zum zu dem Wohnen. In die große Stadt gelesen. Die Frau Anna, 32 Jahre alt, die in eine große Stadt
eine große Stadt leben. Weshalb ich sie nach Berlin gezogen. In Berlin haben verschiedene Kulturen. Um die Urverstattungen. Ich meine Meinung, das ist Anna ganz richtig, wann wohnen große Stadt. Große Stadt, nur ein, große Stadt nur sich viel, zum Beispiel große Stadt wie Berlin, viele Arbeit hat. Meine Meinung weil im Dorf gibt es kein Laut. Immer gibt es frische Luft. Aber wenn ich im Dorf oder auf dem Land wohne, soll ich ein Auto kaufen. Mhm. Wenn ich Beispiel irgendwie, wenn er will einkaufen oder ausgehen, er soll immer mit Auto fahren. Und deswegen, wenn ich im Dorf bleibe oder auf dem Land, soll ich ein Auto kaufen, weil ich kein Auto habe. Und sie hat recht vor Stadt. Immer gibt es laut, immer gibt es hektisch. Gibt es viele unterschiedliche Kulturen im Stadt, natürlich. Und gibt es viele Menschen, und das gefällt mir nicht. Und deswegen, meine Meinung ist wie irgendwie. Ich wohne im Dorf und wenn ich einen kleinen Garten habe, das ist für mich sehr schön. Danke, das war alles. Ja. Kommen wir zum dritten Teil. Wir sind fast da. Ich erkläre Ihnen nochmal die Situation. Mhm. Sie haben einige Bekannte aus Ihrem Deutschkurs am Wochenende zu sich nach Hause eingeladen. Warum? Sie möchten zusammen Deutsch lernen. Mhm. Ja, Sie und einige Bekannte. Gut, jetzt sollen Sie dieses Wochenende mit Ihrem Partner planen. Mhm. Das ist schon alles. Und Sie haben hier ein paar Vorschläge. Okay. Ein paar okay. Hallo, Sero. Hallo. Wie geht's dir? Gut, bei dir? Gut, alles klar. Sero, ich habe eine Frage. Wann genau kann ich nach deinem Hause kommen? Mustafa, ich kann... Mustafa. Er heißt Musba. Musba. Aber egal, Musba. Musba. Ich habe Samstag Zeit. Am Samstag Zeit. Ich rufe ihn an. Ungefähr 10 Uhr. 14 Uhr ungetroffen. Ja, okay. Und ich habe eine Idee für Essen und für Getränke. Ich habe ein Auto, weißt du. Mhm. Und wir können zusammen nach Markt, nach Supermarkt fahren und kaufen Essen und Trinken. Und wenn willst du auch, wir können bestellen Pizza. Muss man. Sie weiß, ich alleine wohne. Mhm. Ich kann nicht kochen. Aber wann willst du zusammen einkaufen oder ich alleine einkaufen? Später, wann kommst du bei mir? Und das ist Gerd Semmelen. Ja, okay, mir ist egal, aber glaube ich, wenn wir Pizza bestellen, dann das ist Gerd, weil wir keine Zeit haben. Ja. Deswegen einfach meine Meinung. Und für Busche. Welche Bücher soll ich mitbringen? Ich habe zu Hause kein Buch. Mhm. Kannst du mitbringen, etwas B1 oder B2 zusammen? Ich habe sowohl Grammatikbücher als auch
Busche vor B1, heißt Hini 1. Mhm. Und vor Laptop, hast du Laptop? Ich habe, nein, ich habe keinen Laptop. Ja, okay, ich habe Laptop, aber mein Laptop ist kaputt. Aber trotzdem, mein Bruder, er hat Laptop und wir können benutzen. Ja, ist klar, Kasper. Und vor Schlafen, kann ich schlafen bei dir oder ja, soll ich nach Hause zurückfahren? Ja, sie weiß, ich habe ein Gastzimmer. Nee, ich weiß nicht. Ja, okay. Hast du? Ja, ich habe ein Gastzimmer, kannst du ruhig schlafen. Ja. Und vielen Dank und bis Samstag. Ja, und ich ciao, auch. Ciao. Vielen Dank. Weiß nicht, gut. Okay, gut. Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Wir analysieren jetzt. Erstmal, allgemein, ich fand das gut. Wenn ich so sprechen kann, ich... Du kannst so bei 1 bestehen. Ja. Du kannst so bei 1 bestehen. Bei dir, du musst noch ein bisschen besser mit der Grammatik, ein bisschen besser, nicht viel. Aber beide, ihr seid beide gut. Okay? Ach. Ihr seid beide echt? Gut. Ja, wirklich, wirklich. Danke. Okay. Aber jetzt, ich habe viele Fehler so gesucht, ja, damit ihr euch verbessert. Gut, fangen wir an mit dem ersten Teil. Ich komme aus Syrien. Syrien, ich muss N hören. Aha. Ja, ich muss Syrien. Blablabla, ich komme aus Armenien. Und dann frag ihn etwas. Er hat gesagt, ich komme aus Syrien, ich heiße Musbach, blablabla. Und dann sagst du, ich bin Selo, ich komme aus Armenien. Aus Armenien. Ja. Punkt. Frag. Ah, ich frag. Immer so. Tennis, das ist wie Tennis. Mhm. Er fragt Ding, ich dann fragst das, du. Ich weiß das, aber er hat ne? mich nicht gefragt. Wenn er das vergisst oder wenn er das vergisst, okay, macht ihr weiter. Aber am ja, besten ich ist. Ich habe so gemacht. Ne? Am besten ist immer Antwortenfrage. Antwortenfrage. Gut, ich sag deinen Satz. Bist du geheiratet? Bist du? Hast du geheiratet? Das kann man sagen, hast du geheiratet, aber das ist die normale Frage. Mhm. Das ist nicht die richtige Frage. Hast du geheiratet oder? Bist du? Bist du? Bist du? Bist du geheiratet? Verheiratet. Verheiratet. Hast du das nie gehört? Nee. Okay, verheiratet. Verheiratet. Ich habe gehört, immer bist du geheiratet. Nein, hast du geheiratet? Das heißt, hast du jetzt am Samstag geheiratet? Mhm. Ja, so, hast du geheiratet? Bist du verheiratet. Bist du verheiratet. Okay. Guck mal, der Unterschied ist so. Bist du verheiratet heißt, hel ente mutezawwidj. Hast du geheiratet, hel ente tezawwajta. Das ist der Unterschied. Mhm. Gut. Meine Muttersprache ist, und ich spreche auch Deutsch. Sehr gut, war gut. So, jetzt bei dir. Du hast versucht, einen Connector zu benutzen bei den Hobbys, aber du hast das falsch benutzt. Ja, glaube ich. Wie du? Meine Hobbys sind, du hast normal, ja. Schach spielen, Musik hören. Und dann hast du gesagt, mein Hobby ist Schach als wohl Basketball. Nein. Du kannst das sagen, auch. Mein Hobby ist sowohl. Meine Hobbys sind sowohl Schach spielen. Alles auch. Als auch Basketball. Mhm. Ja? Sowohl. Wenn du nicht sicher bist, benutzt das nicht. Aber mein Hobby ist oder meine Hobbys sind sowohl Schachspielen als auch Basketball. Mhm. Ja? Gut. Du hast gute Fragen gestellt. Was willst du machen? Was willst du nach dem Kurs machen? Nicht, was willst du machen nach dem Kurs? Ist egal, das ist B1, aber besser ist, was willst du nach dem Kurs machen? Aber schöne Frage. Mhm. Dann hast du das erklärt, ne, dein Plan, dann hast du gesagt, ich möchte eine Ausbildung machen. Dann musst du fragen, welche Ausbildung? Ah, ja, welche Ausbildung? Okay. Ne, immer, ich habe gemacht, so weiter. Wenn und was, du hast gesagt, momentan, ich lerne Grundschule? Grundschule. Sag so, momentan. Dann ich lerne ich ja. Grundschule. Bei der Grundschule. Oder bei Grone. Mach einfach so bei Grone. Weil Grundschule ist die Schule für kleine Kinder. Grundschule. Oder einfach, ich lerne momentan bei Grone. Grone. Ja. Ist okay. Okay. Gut. Das war der erste Teil. Gut, zweiter Teil. Ich habe viele Fehler. Keine wichtigen. Ja? Also die meisten Fehler sind kleine Fehler. Mhm.
Du hast über Uwe gesprochen. Er hat 36 Jahre. Das ist falsch. Er ist 36 Jahre. Er ist. Ich hab gesagt, er ist oder er? Guck das Video. Ja, ich mache heute, ich lade das hoch, guck das Video. Ne? Gut, er ist 36 Jahre alt und verbringen viel Zeit für Garten. Vor Garten. Kannst du das korrigieren? Verbringen viel Zeit vor. Wieso verbringen? Verbringen Akti. Ist das. Viel ist das Zeit haben im Garten, Plural? Ja. Ist das Plural? Nein. Das Singular? Ja. Was müssen wir machen? Er verbringt. Ja. Er verbringt viel Zeit im Garten. Das ist mein Punkt. Mhm. Plural? Thomas und Philipp verbringen viel Zeit im Garten. Das geht, ne? Aber er ist alleine. Viel Zeit im Garten. Gut. Bei dir, der Anfang, wow, ich hatte Probleme. Ich habe eine kleine zu dem Themen, nicht Thema, du musst sagen Thema. Thema. Du kannst, okay, mein Vorschlag. Sag, ich habe einen Text gelesen zum Thema Wohnen in der Großstadt. Mhm. Punkt. Oder ich habe eine Aussage von Anna gelesen. Mhm. Ich habe, das machen viele. Viele sagen, ich habe eine Aussage von Anna gelesen. Das ist, was die meisten sagen. Ja? Gut, wichtig ist immer Blickkontakt. Ihr müsst die angucken. Der Prüfer ist egal. Ja? Gut, dann hast du gesagt, wenn er einkaufen will, er soll mit dem Auto fahren. Sollen? Ich denke, du willst nicht sollen sagen. Weißt du, was sollen heißt? Sollen. Bis auf alles habe ich es. Nee. Sollen heißt Matlub Minhu. Das heißt, jemand sagt, fahr mit dem Auto. Wenn er einkaufen will, kommt, zum Beispiel seine Frau sagt, fahr mit dem Auto. Mhm. Aber du meinst, wenn er einkaufen will, muss er mit dem Auto fahren. Das meinst du. Muss. Hua Mejbur. Mhm. Oder? So meinst du. Muss. Ne? Er muss mit dem Auto fahren, es gibt keinen Bus, es gibt kein, Fahrrad ist vielleicht 20 Kilometer. Mhm. Wenn er einkaufen will, muss er mit dem Auto fahren. Er soll heißt, jemand sagt, mach das. Okay. Zum Beispiel, das ist sehr wichtig, das ist wichtig, weil das ist A1, A2. Und das kommt noch gleich bei dir mehrmals. Wenn ich mit dir telefoniere und ich sage, Serop, ich muss jetzt gehen oder ich muss jetzt auflegen, ich soll essen. Ich soll essen. Das heißt, jemand sagt, Philipp, iss. Du musst essen. Ich soll essen. Das heißt, du verstehst, jemand sagt das. Vielleicht meine Mutter, vielleicht meine Frau, vielleicht keine Ahnung wer. Ja? Ich soll essen. Ich muss essen heißt, ich muss. Ich muss. Ich soll heißt, jemand sagt, du musst essen. Du musst lernen. Du musst, okay, gut. Gut, die Frau, seh doch bei dir, die Frau in einer großen Stadt gelebt, die Frau hat in einer großen Stadt gelebt, in Berlin haben verschiedene Kulturen. In Berlin, verschiedene Kulturen. In Berlin gibt es. Gibt es. In Berlin gibt es verschiedene Kulturen. Okay, dann Meinung. Meine Meinung wie Uwe. Du kannst sagen, es ist viel besser, wenn du sagst... Ich bin der Meinung. Ich bin der Meinung wie Uwe oder ich bin der Meinung von Uwe. So, ich bin der Meinung, ich bin der Meinung von Uwe. Ich bin der Meinung von Uwe. So ist richtig. Meine Meinung wie Uwe ist nicht richtig. Ich bin der Meinung von Uwe. Uwe, was bedeutet Uwe? Der Mann heißt Uwe. Ah. Willst du das schreiben oder nicht? Okay. Ich bin der Meinung von Uwe, weil im Dorf gibt es kein Laut. Weil es im Dorf nicht laut ist. Laut ist ein Adjektiv. Weil im Dorf nicht laut ist. Es ist, ne? Weil es im Dorf nicht laut ist. Oder weil es im Dorf ruhig ist. Jo, schau das auf. Weil es im Dorf nicht laut ist. Oder leichter. Weil es im Dorf nicht laut ist. Oder weil es im Dorf, was du sagen willst, weil es im Dorf keinen Lärm gibt. Lärm heißt, Lärm. Wenn das laut ist, okay. Weil es im Dorf keinen Lärm gibt. L-A-Umlaut, R-M. Weil es im Dorf keinen Lärm, L-A-Umlaut, keinen Lärm gibt. Dann geht das, weil es im Dorf keinen Lärm gibt. Okay. Aber wenn ich auf dem, so jetzt pass auf, du musst dich korrigieren. Aber wenn ich auf dem Dorf wohne, soll ich ein Auto kaufen, um einzukaufen? Muss ich ein Auto kaufen, um einzukaufen? Ne? Wenn ich auf dem Dorf wohne, muss ich
ein Auto kaufen, um eins zu kaufen. Du kannst auch sagen, wenn ich im Dorf wohne. Aber auf dem Dorf ist auch richtig. Okay. Im ist auch richtig. Beides. Mhm. Im Dorf, auf dem Dorf. Gut. Dann du. Meine Meinung, das ist ganz richtig. Das ist nicht falsch. Sag besser, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach ist das ganz richtig, was Anna sagt. Ja, in der Stadt ist das besser oder was er sagt. Ja? Mhm. Du hast es gut erklärt. Ne? Ihr habt gut gesprochen. Sehr fließend. Ja, nicht so, sondern sehr fließend. War sehr gut. Dann hast du nochmal mit ihm gesagt, gibt's laut. Es gibt Lärm. Es gibt Lärm. Es gibt Lärm. Es ist laut, aber es gibt Nomen. Es gibt Lärm. Okay. Gut. Das ist richtig hier. Gibt Lärm. Lärm. Ja, weil es Lärm gibt. L, A, Umlaut, R, M. Lärm. So ist Lärm. Lärm gibt. Ja. Gut. Dritter Teil. Gibt ohne S. Der heißt Musbach, nicht Mustafa. Mhm. Du hast angefangen. Wann genau kann ich nach deiner Hause kommen? Mach das besser. Kann, wann genau kann ich besuchen? Nach dir kommen? Zu dir. Zu dir. Wann genau kann ich zu dir kommen? Zu deinem Haus sagen wir nicht. Mhm. Zu dir. Wann genau kann ich zu dir kommen? Mhm. Ja, du hast gut erklärt. Dann Essen und Trinken gut erklärt. Wir können Essen und Trinken kaufen, aber war gut. Pass auf, bei dir muss ich aufpassen. Sie weiß, ich alleine wohne. Nicht sie weiß. Sie weiß ist, hier ist Anna und du sagst, Musbach, sie weiß, dass ich alleine wohne. Du meinst, sie wissen. Sie wissen, ja. Das kannst du sagen. Oder sag du. Du weißt. Du weißt. Ja. Sie weiß ist eine Frau. Dann, welche Bücher, pass auf, hier hast du richtig benutzt. Welche Bücher soll ich mitbringen? Das war gut, weil das heißt, Zedob, welche Bücher willst du, dass ich mitbringe? Mhm. Zedob, welche Bücher soll ich mitbringen? Hier war richtig. Hier war richtig. Dann mit dem Essen, du hast gesagt, Geld, Semmeln, nicht Geld, Semmeln, Geld. Du kannst Recht, das, ne? Du hast gesagt, ne? Du bezahlst und dann kannst du von mir das Geld sammeln. Und nicht semmeln, sammeln mit A. Sammeln. Schreiben? Ja. S-A-M-M-M-E-L-N. Das ist sammeln. Geld sammeln. Man sagt auch einsammeln. Dasselbe. Jetzt hast du einen guten Connector benutzt. Ich habe sowohl, jetzt, du hast es richtig benutzt, Grammatikbücher als auch, ich glaube, ein Lehrbuch oder Deutschbuch hast du gesagt, Linie 1. Linie 1. Das war sehr gut. Und mein Tipp für euch beide, ihr könnt ein bisschen mehr die Konnektoren benutzen, ein bisschen mehr, wenn ihr mehr Punkte wollt. Mhm. Okay? Sowohl als auch. Nicht nur, sondern auch. Damit, um zu. Wenn ihr das 2-3 Mal benutzt, bekommt ihr mehr Punkte. Das war sehr gut. Du hast wieder gesagt, sie weiß. Was ist richtig? Nein, du weißt. Du weißt. Du. Oder sie wissen, wie du willst. Sie wissen. Ich habe ein Gästezimmer. Richtig, oder? Fast richtig. Gäste. Ich glaube, du hast Gastzimmer. Gäste. Gastzimmer hast du gesagt. Aber normalerweise sagen wir Gästezimmer. Gästezimmer. War gut. Also, mein Tipp, ein bisschen mehr Konnektoren. Das ist mein Tipp. Ja? Aber so, schon gut. Wir üben das noch ein paar Mal. Sehr gut, alles klar. Danke sehr. Wir bleiben hier.